Manchmal singen wir Lieder davor und manchmal ja nicht. Wir sind jetzt da in der Volksschule Emmersdorf mit dem Schwerpunkt aktives Lernen. Unter aktivem Lernen verstehen wir, dass die Kinder selbst entdecken, indem sie ihre Neugierde nutzen und ihren Wissensdurst. Und auf dem bauen wir auf. Ein typischer Tag beginnt bei uns mit einer gemeinsamen Sache. Und ziemlich rasch geht es eigentlich in die Freiarbeit dann. Wenn wir mit einem fertig sind, dann können wir sie aussuchen, was wir als nächstes machen. Und wenn wir Lesedose machen wollen, dann sagt die Frau Lehrer ja oder nein. Und wenn sie ja sagt, können wir es machen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich kann am Boden liegen oder am Tisch sitzen. Das kann man sie aussuchen. Kocht die Knödel. Wie viel Freiheit jetzt jeder Schüler hat, ist unterschiedlich, auch von den Schulstufen. Wir schauen, dass wir jeden Tag ungefähr 2 Stunden für Freiarbeit haben, wo die Kinder selbst entscheiden, wo aber Deutsch und Mathematik auf jeden Fall dabei ist. Wir haben Hausübungen, ja, weil wir die Kinder nicht lang genug in der Schule haben, wo auch genügend Übungszeit wäre. Die Kinder sollen eigentlich auch lernen, sich selbst einzuschätzen und zu sehen, das kann ich heute als Hausübung machen. Ich gebe mir meine Hausübung selber. Und das geht nach 2 Monaten eigentlich schon ganz gut. Kinder, die etwas schon können, können immer Helfer sein für Kinder, die wo anstehen, die wo Hilfe brauchen. Mein Sohn liebt Mathematik und einmal ist er mit großen leuchtenden Augen nach Hause gekommen und hat erzählt, dass er in der 2. Klasse am Gang vorbeigekommen ist und den 100er-Teppich gesehen hat. Und er hat dann die Möglichkeit bekommen, hier mitzuarbeiten und das war für ihn ein großartiges Gefühl. Also wir versuchen circa einmal im Monat so eine KIKO, nennen wir es abgekürzt, zu machen. Es kommen auch meistens dann die Kinder dazwischen mal her und sagen, du Frau Lehrer, jetzt wäre es auch wieder mal fällig, wir brauchen eine KIKO, denn dieses oder jenes Problem steht an. Und es gibt 2 Konferenzleiter, das sind natürlich die Kinder, ein Bursche und ein Mädchen. Manchmal fällt einem ein, was man in der Schule verbessern kann oder was man eigentlich noch in der Schule will. Es gibt auch die Problemrunde, wenn irgendwas ganz nervig ist oder so, kann man das sagen, dass man dann eine Idee auch findet, dass man das lösen kann. Das ist nicht cool, wenn du zu mir immer sagst, ich bin schneller als du und das ist mir egal, aber jetzt reicht es mir schon, weil du gehst immer hinter mir her und sagst, ich bin schneller, ich bin schneller. Speziell bei der Danke-Runde, da liegt man halt manchmal oder auch sehr oft irgendwas am Herzen, weil wir ihm danken möchten, wirklich. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Wenn ihr das alles schon gemacht habt, ist es dann überhaupt noch spannend? Ja! Es hat sich auch ergeben, dass wir 2-mal im Jahr ein Schülerparlament machen, wo 2 Vertreter aus den Klassen mit Anliegen zu mir kommen. Wir brauchen im Garten ein Fußballtor. Fußball ist ganz wichtig. Und wir haben aber das Geld nicht dafür. Und dann wird eine Lösung gesucht, wie kommen wir zu Geld, damit wir ein Fußballtor kaufen können. Die heutigen Probleme sind noch nicht alle gelöst, die Haustiere sind noch nicht gelöst, ja, aber wahrscheinlich, ja, es ist halt immer so, dass man sich denkt, irgendwann muss man auch Wünsche erfüllen, das gehört dann auch zum Schulalltag dazu, wenn sie so brennen und immer wieder kommen dann vor allem. Ja. Wir tun immer einmal im Monat, gehen wir in die Halle. Die Themen, die aktuell sind, werden dann in der Monatsversammlung besprochen. Also heute war Vorlesewoche angesagt oder die Lernateliers, die jetzt vor uns liegen. Wir tun dann auch immer die Kinder ausrufen, die Geburtstag haben. Also die Schule hier in Emmersdorf steht für mich, dass die Kinder individuell unterstützt werden, dass wirklich auf das Kind geschaut wird und auf seine Bedürfnisse eingegangen wird.
Wir haben auch einige andere Dinge, die wir in letzter Zeit sehr in den Vordergrund gestellt haben, zum Beispiel die Stärkenorientierung, die Potenzialentfaltung. Im Gespräch mit der Lehrerin haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sie dasselbe sehen, wie auch wir in unserem Kind sehen, nämlich dass sie eine besondere soziale Stärke hat und sie das in der Schule insofern auch fördern, dass sie da spezielle Aufgaben im Unterricht bekommt, wo es darum geht, andere Kinder auch anzuleiten oder Gruppen auch von einem Punkt zum anderen zu führen. Man braucht ein gutes Team, glaube ich. Das ist eines der grundlegenden Dinge bei uns, dass wir ein Team sind, das in die gleiche Richtung wollte. Was für uns immer ganz wichtig war, ist auch andere Schulen anzuschauen. Immer wieder mal kann eine Kollegin freigestellt werden und schaut sich etwas an und kommt mit neuen Ideen. Und manche Sachen gelingen uns in diesem Team, in diesem Rahmen sehr gut. Und manche Sachen auch nicht, dann wird es einfach nicht implementiert. Also wenn man hier in die Schule hereinkommt, die Atmosphäre ist einfach eine ganz besondere. Es strahlt irgendwie Geborgenheit und es hat so einen Wohlfühlcharakter, dass man am liebsten auch gleich hier bleiben möchte und noch einmal Kind sein darf.